Haltestelle A. Testtraining. Aufgabe 1. Sie hören 5 Ansagen am Telefon. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Sie hören jeden Text 2-mal. Beispiel. Hallo, Frau Nowak, Lorenz hier, aus dem Supermarkt. Es ist jetzt Freitag, 11 Uhr, hoffentlich hören Sie die Nachricht bald. 3 Leute sind krank und morgen ist Samstag, da haben wir immer ganz viele Kunden. Können Sie vielleicht morgen ab 10 Uhr arbeiten? Bitte rufen Sie schnell zurück, danke. Hallo, Frau Nowak, Lorenz hier, aus dem Supermarkt. Es ist jetzt Freitag, 11 Uhr, hoffentlich hören Sie die Nachricht bald. 3 Leute sind krank und morgen ist Samstag, da haben wir immer ganz viele Kunden. Können Sie vielleicht morgen ab 10 Uhr arbeiten? Bitte rufen Sie schnell zurück, danke. Nummer 1. Hallo, hier ist Nils. Du kommst ja morgen zum Essen. Ich freue mich schon sehr. Also, es gibt Suppe und dann Spaghetti. Aber ich habe keine Idee für einen Nachtisch. Kannst du vielleicht einen Nachtisch machen? Du kannst das doch so gut. Das wäre super. Hallo, hier ist Nils. Du kommst ja morgen zum Essen. Ich freue mich schon sehr. Also, es gibt Suppe und dann Spaghetti. Aber ich habe keine Idee für einen Nachtisch. Kannst du vielleicht einen Nachtisch machen? Du kannst das doch so gut. Das wäre super. Nummer 2. Hallo, Herr Bauer. Fendt hier, Ihre Vermieterin. Sie brauchen ja noch den Wohnungsschlüssel. Könnten Sie den bei mir im Büro abholen? Vielleicht am Mittwoch um 12 Uhr? Ah, nein, ich sehe gerade, da geht es nicht. Dann am Donnerstag um 12? Bitte rufen Sie zurück. Danke. Hallo, Herr Bauer. Fendt hier, Ihre Vermieterin. Sie brauchen ja noch den Wohnungsschlüssel. Könnten Sie den bei mir im Büro abholen? Vielleicht am Mittwoch um 12 Uhr? Ah, nein, ich sehe gerade, da geht es nicht. Dann am Donnerstag um 12? Bitte rufen Sie zurück. Danke. Nummer 3. Schönen guten Tag. Hier ist die Praxis Dr. Neubert. Frau Dr. Neubert ist leider krank. Wir müssen Ihren Termin morgen um 16 Uhr absagen. Bitte rufen Sie uns an, dann machen wir einen neuen Termin. Die Nummer ist die 98 34 89 78. Danke. Schönen guten Tag. Hier ist die Praxis Dr. Neubert. Frau Dr. Neubert ist leider krank. Wir müssen Ihren Termin morgen um 16 Uhr absagen. Bitte rufen Sie uns an, dann machen wir einen neuen Termin. Die Nummer ist die 98 34 89 78. Danke. Nummer 4. Hallo, mein Name ist Kaulbach. Meine Telefonnummer ist die 74 53 21. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Es geht um die Möbel. Kann ich sie morgen ansehen? Mich interessiert das Bett und ich hätte auch gerne den Tisch. Aber nur den Tisch, ohne die Stühle. Stühle habe ich schon. Bitte rufen Sie mich zurück.
Mein Name ist Kaulbach. Meine Telefonnummer ist die 74 53 21. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Es geht um die Möbel. Kann ich sie morgen ansehen? Mich interessiert das Bett und ich hätte auch gerne den Tisch. Aber nur den Tisch, ohne die Stühle. Stühle habe ich schon. Bitte rufen Sie mich zurück. Nummer 5. Hallo Frau Tosun, hier ist Maschke vom Reisebüro. Es geht um Ihren Flug nach Istanbul im Dezember. Wir haben jetzt sehr günstige Tickets. Der Flug kostet normal 75 Euro, aber heute nur 55 Euro. Sollen wir das gleich für Sie buchen? Bitte rufen Sie uns schnell an. Danke. Hallo Frau Tosun, hier ist Maschke vom Reisebüro. Es geht um Ihren Flug nach Istanbul im Dezember. Wir haben jetzt sehr günstige Tickets. Der Flug kostet normal 75 Euro, aber heute nur 55 Euro. Sollen wir das gleich für Sie buchen? Bitte rufen Sie uns schnell an. Danke.